So, hier geht es darum, mal ein einfaches erstes LabVIEW-Programm zu erstellen. LabVIEW 2020, die Version, die gerade aktuell ist, ist gestartet und man sieht hier einmal die zuletzt geöffneten Dateien aufgelistet und hier eventuelle Projekte, die man schon erstellt hat. Wir gehen ganz einfach sofort Richtung Datei oder Richtung kleines Programmchen und werden hier aus Datei neues VI auswählen. VI steht für virtuelles Instrument oder Virtual Instrument und meint eigentlich nichts weiter als ein LabVIEW-Programm. Wenn wir da starten, dann erscheinen zwei Fenster neu. Das eine ist das Blockdiagramm und das andere ist das Frontpanel. Und so wie jedes andere real existierende Instrument ist eben auch das virtuelle Instrument so aufgebaut, dass es ein Frontpanel hat, also eine Bedienoberfläche. Und etwas dahinter, und dieses etwas dahinter ist eben das Blockdiagramm, das dann die Funktionen ausführt. So, was wir machen wollen, ist einfach nur zwei Zahlen addieren. Ja, da gehen wir einfach mal los, greifen hier unter Programmierung in die numerischen Funktionen rein und holen uns hier das Addieren, einfach anklicken und auf das Blockdiagramm ziehen. Da ist nichts weiter passiert hier an der Stelle. Wir können. Außer dass wir jetzt das Plus sehen, auf dem Blockdiagramm ist gar nichts passiert. Wir können hier über Steuerung H oder über Hilfe, Kontexthilfe, eine Kontexthilfe uns anzeigen lassen. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann erscheint oben rechts eine kleine Kontexthilfe zu dem Thema. Also hier addieren x und y werden dazu x plus y verarbeitet. So, mit reinem Plus ist uns noch gar nichts getan, ist uns nichts geholfen. Wir brauchen noch etwas, was wir eingeben können. Das wollen wir auch eingeben. Gehen wir mal auf das Frontpanel und greifen uns hier aus dieser Elementliste auch wieder numerisch ein numerisches Bedienelement heraus, ziehen das hier hin. Das heißt nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich hätte es gerne x genannt. Das war schon markiert, also nenne ich es einfach x. So, und wenn ich jetzt auf das Blockdiagramm gehe, sehe ich das hier sofort. Ich mache darauf aufmerksam, dass das hier orange ist. Orange steht für eine Fließkommazahl. Hier unten sieht man auch Double. Also es ist ein Doppel. So, ich gehe jetzt auf den Ausgang hier, weil das möchte ich ja verarbeiten. Und das Icon, das hier erscheint, ist so eine Drahtrolle. Mit etwas Fantasie kann man das auch so erkennen. Klicke einmal und dann kann ich den Draht ausrollen und das X mit dem Plus verbinden. So, ich brauche natürlich noch eine zweite Zahl. Da gehe ich einfach mal einen anderen Weg, gehe hier unten drauf, bis die Drahtrolle wieder erscheint, mache einen rechten Maustastklick und sage hier Bedienelement erstellen und sehe, wie parallel links auf dem Frontpanel gleich das Diagramm entstanden ist. Ich kann das Ganze jetzt hier noch so ein bisschen hin und her schieben. So, das mache ich hier auch mal, dass das ein bisschen anders hingeschoben wird. So, jetzt habe ich hier x und y schon mal drin. Auch schön, aber ich will das Ergebnis ja noch anzeigen lassen. Das mache ich jetzt noch mal hier im Blockdiagramm. Ich gehe auf den Ausgang hier, rechte Maustaste und lasse mir ein Anzeigelement erstellen und das erscheint sofort hier oben und sowohl im Blockdiagramm als auch auf dem Frontpanel. Ich schiebe es noch mal ein bisschen woanders hin, damit man es schöner sehen kann. Okay, so, und jetzt kann ich es ausführen. Man sieht hier den weißen Pfeil, den sieht man sowohl hier als auch an der anderen Stelle im Frontpanel. Ich drücke einfach mal drauf und dann hat man kurz gesehen, dass da was aufgeblinkt ist und ein Ergebnis wurde angezeigt. Nun 0 plus 0 ist 0. Ich tippe hier mal zwei Zahlen ein. So, 3. Und dann gehe ich hier drauf und dann sieht man sofort, da wurde 2 und 3 addiert. Wir kriegen 5 raus. Sollte nicht sonderlich überraschend sein. So, das hat er jetzt einmal gemacht und das war's. Könnte ja sein, dass wir das öfter machen wollen. Dann könnten wir hier auf wiederholt ausführen gehen. So, man sieht jetzt erst einmal, wenn man da draufklickt, sofort, dass das Karo-Muster hier verschwunden ist. Das Karo-Muster ist nur beim Design der Oberfläche da, damit man die Elemente besser platzieren kann. Bei der Ausführung wird das eine glatte Oberfläche. So, und jetzt kann ich hier einfach munter eintippen oder kann hier irgendwie hoch und runter gehen und man sieht sofort, dass der jetzt so schnell er kann 9 und 6 zusammen addiert und naja, hier ist es halt 15. Das macht er immer und immer und immer wieder. Und wenn man jetzt den Taskmanager aufmachen würde, würde man sehen, dass das LabVIEW eine ganze Menge Ressourcen verbraucht. Abbrechen kann ich das, indem ich hier einfach auf Ausführung abbrechen gehe, also über diese LabVIEW-bordeigenen Elemente kann ich jetzt hier schon die Steuerung das Programm ausführen lassen oder abbrechen. Das geht zwar so, ist aber nicht ganz schön. Es wäre ja vielleicht schöner, wenn ich einen Abbruch selber in meinem Programm machen könnte. Und es wäre auch schön, wenn er das Ganze vielleicht auch nicht
so schnell er kann machen könnte, sondern so wie nötig ist, entweder so wie nötig ist oder eben einfach nur zeitgesteuert ein bisschen verzögert macht. Nun gut, gehen wir hier mal auf Strukturen und greifen uns eine While-Schleife raus, denn ich möchte jetzt das Ganze so lange ausführen lassen, bis ich einen Stopp drücke. So, ziehe ich einfach mal über das, was ich in der While-Schleife drin haben möchte. Und jetzt haben wir hier eine While-Schleife um unser x plus y drumherum. Hier haben wir den Iterator. Man sieht hier auch da an der Kontexthilfe, dass es hier eine While-Loop, eine While-Schleife ist. Die Schleife-Iteration brauchen wir nicht unbedingt. Was wir brauchen können, ist aber die Abbruchbedingung. Ja, wenn ich hier drauf gehe, die Schleifenbedingung. Da kann man übrigens auch draufklicken und ihm hier sagen, was er machen soll. Bei True stoppen ist hier ausgewählt. Das ist der Standard, den lassen wir auch so. Das war übrigens die rechte Maustaste. Und ich gehe wieder hier drauf, bis ich die Drahtrolle irgendwie sehe. Da ist sie. Und erstelle hier ein Bedienelement. Das wird dann auch gleich hier oben sofort angezeigt. Das ziehe ich mal an eine andere Stelle. Da unten meinetwegen hin. Und jetzt könnte ich mit dem Normal einmal ausführen. Das Ganze ausführen lassen. Und gehe hier hoch, runter. Und kriege andere Zahlen. Und wenn ich hier auf Stopp drücke, dann wird die Ausführung gestoppt. Und das Programm ist vorbei. Also ich habe jetzt mit meinem Programm, mein Programm auch wirklich terminieren lassen und habe es nicht abgebrochen, wie ich das ja da vorne gemacht habe. Was immer noch nicht erfüllt ist, ist, dass es eine langsamere Ausführung gibt. Also was weiß ich, die ganze Berechnung nur alle eine Sekunde einmal oder so, weil so schnell kann ich ja eigentlich gar nicht eintippen, sondern er rechnet immer noch so schnell er kann und immer und immer und immer wieder hier das X und Y aus. So, dazu würde ich jetzt hier mir unter Timing einmal ein Warten Millisekunden greifen, nehme ich hier rein, gehe hier mit, auf die rechte, mit der rechten Maustaste wieder drauf und erstelle eine Konstante und sage ihm alle, er soll 1000 Millisekunden warten. Was wir jetzt hier haben, ist auch schon ein erster Ausblick auf die Parallelität oder die parallele Ausführung hier, denn alles, was parallel ausgeführt werden kann, wird in LabVIEW parallel ausgeführt. Also es werden hier die beiden Zahlen x und y geholt, dann wird hier das Plus versorgt. Und das wird gerechnet. Und parallel wird aber auch die 1000 hier übergeben an das Warten Millisekunden, sodass sie hier 1000 Millisekunden wartet. Die nächsten Schleifeniteration findet erst statt, wenn alles, was in der Schleife drin ist, ausgeführt wurde. Also wenn das Plus hier ausgeführt wurde, was ja sehr, sehr schnell geht. Aber auch, wenn das 1000 Millisekunden Warten ausgeführt wurde. So, wir können das hier mal wieder ausführen und dann merken wir auch, dass wir hier zum Beispiel schnell was ändern können. Und das Ergebnis wird erst mit einer gewissen Verzögerung, nämlich eben dieser Sekunde da angezeigt. So, wir stoppen hier wieder. Auch da haben wir gesehen, dass es eine kurze Verzögerung gab an der Stelle. Und das liegt eben einfach daran, dass wir hier diese Verzögerung Warten Millisekunden eingebaut haben. Wir können uns das nochmal illustrieren lassen, indem wir hier auf die Lampe gehen, die Highlight-Funktion anmachen. Das ist eigentlich so ein bisschen Debuggen und bei kleinen Programmen kann man das auch wunderbar nutzen. Bei größeren Programmen geht es schnell unübersichtlich. Und wenn wir jetzt hier einmal ausführen drücken, dann sehen wir, wie die Zahlen hier durchwandern und wie die einzelnen Anschlüsse versorgt werden. So, und da haben wir wieder gesehen, 15 und die 6 wird gegriffen und geht dann da weiter und das Ergebnis wird dargestellt. Wir können hier einmal gerade, hätte man jetzt parallel machen können. So, und jetzt ist erst die 20 da und versorgt hier. Das ist natürlich alles nochmal langsamer, als wir das ohnehin hier schon mit dem Warten Millisekunden gemacht haben. Okay, stoppen wir. Und irgendwann müsst ihr das ja auch haben. Genau, ihr müsst einmal die Taste gedrückt halten. Ich mache das Highlighten mal wieder aus. Und möchte hier noch was am Frontpanel machen. Das ist natürlich nicht ganz schön, wenn wir hier einfach nur so blank Zahlen eintippen können. Oder eintippen. Ich ziehe die mal ein bisschen auseinander, dass man hier ein bisschen mehr Übersicht und mehr Spielraum hat. So, und jetzt können wir hier zum Beispiel auch die rechte Maustaste betätigen. Und dann sagen wir einfach ersetzen. Und greifen uns hier aus dem numerisch was raus, beispielsweise hier einen Drehregler. So, dann ist das ein Drehregler geworden. Und das Y ersetzen wir auch mal durch irgendwas aus der numerischen Palette, einen horizontalen Schieberegler. Und das Ergebnis wollen wir uns auch anders darstellen lassen und ersetzen das durch ein, nehmen wir mal, Rundinstrument. So, auch ganz schön. Und wenn wir das jetzt hier ausführen, und dann können wir tatsächlich hier drehen
Nicht? Und dann sehen wir auch, wie sich das Drehinstrument hier ändert. So, jetzt haben wir aber hier die Standardskalierung drin, nämlich von 0 bis 10 in allen Elementen. Das ist ja nicht richtig sinnvoll, nicht? Was wir hier machen. Also machen wir mal Stopp und müssen das natürlich noch ändern, indem wir hier die rechte Maustaste nehmen und da mal am Anzeigeformat, ich gehe lieber diesen Weg hier auf das Anzeigeformat gehen und da gleich die Skala hier mal erweitern, meinetwegen von minus 100 bis plus 100. Okay, dann sehen wir schon, dass die Skala sich geändert hat und dann machen wir auch hier was dran. Nehmen wir auch hier aus Anzeigeformat, greifen uns die Skala raus und machen hier mal von minus 50 bis plus 50. So, und den Schieberegler, den machen wir auch mal von minus 50 bis plus 50. Okay, und wenn wir es jetzt ausführen, so, dann können wir hier ganz andere Zahlen einstellen. Und wir sehen an dem Rundinstrument hier, können wir ganz runterfahren, dann müsste sogar in den negativen Bereich gehen. Nicht, dass jetzt die Zahlen auch anders dargestellt werden. Die können wir natürlich hier noch schöner platzieren und können wir auch noch größer machen und so. Machen wir mal einfach mal. So. Greifen wir uns das hier und machen das Rundinstrument ein bisschen größer, damit wir auch ein bisschen was sehen. Also man kann, und das ist das, was ich hier zeigen möchte, man kann hier ganz ansprechende, sehr einfach vor allen Dingen, sehr einfach auch ganz ansprechende Oberflächen, grafische Oberflächendesign. Wir haben es hier mal ganz einfach gemacht, nur um das mal einmal darzustellen und ein bisschen zu üben. Also es läge jetzt an Ihnen hier damit letztlich zu spielen und eigene Erfahrungen zu sammeln.